Seit 2022 fährt die Stadtlinie U79, die Düsseldorf mit Duisburg verbindet, nur noch alle 15 Minuten. Die Reduzierung des Taktintervalls und der häufige Einsatz von Einzelwagen haben zu starken Überfüllungen geführt. Fahrgäste äußern sich zunehmend frustriert über die Situation. Antje Albrecht fordert umgehende Verbesserungen. Der aktuelle Zustand sei nicht länger tragbar. Die Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf ist eine ganz wichtige Verbindung zwischen den beiden Städten. Wird sehr viel genutzt, hier innerhalb Duisburgs, innerhalb Düsseldorf und aber auch eben über die Stadtgrenze hinaus. Und die DVG, die Duisburger, schaffen es jetzt so schon seit 2 Jahren nicht mehr, den 10-Minuten-Takt zu realisieren, der eigentlich festgeschrieben ist. Und mittlerweile bröckelt es dahingehend, dass die oft nur noch einen Wagen alleine fahren lassen. Und der ist einfach viel zu klein für den Bedarf, der da ist. Die DVG hat auf die Situation reagiert, indem sie 2 Bahnen von der Rheinbahn ausgeliehen hat. Dies soll die Zuverlässigkeit der U79 verbessern und den 15-Minuten-Takt gewährleisten. Angeboten hatte die Rheinbahn allerdings insgesamt 4 Bahnen. Für einen Zeitraum von 2 Monaten sollten die 4 Bahnen insgesamt 350.000 Euro kosten. Aus Kostengründen wurden nur 2 Bahnen gemietet. Trotzdem verfolge man das Ziel, schnellstmöglich wieder zum 10-Minuten-Takt zurückzukehren. Die Zuverlässigkeit des bestehenden Taktes und die Verlässlichkeit des Angebotes stehen im Vordergrund. Die 2 Fahrzeuge werden jeden Tag auf der Linie U79 eingesetzt. Die DVG strebt perspektivisch dennoch eine Rückkehr zum 10-Minuten-Takt an. Die Rückkehr hängt vor allem von der Verfügbarkeit der Bahnen in Duisburg ab. Wir sind in einem guten Austausch mit der Rheinbahn und werden informieren, sofern es neue Informationen gibt. Auch die Rheinbahn bestätigte gegenüber der Redaktion, dass man sich in einem lösungsorientierten Austausch befinde. Dass die Kommunikation in der letzten Zeit allerdings nicht unbedingt rund lief, darauf lässt ein internes Schreiben der DVG schließen, das in den Medien veröffentlicht wurde. Derweil hoffen die Fahrgäste auf eine schnelle Verbesserung der aktuellen Situation. Es gehe nun auch darum, Fahrgäste zu halten. Dafür bräuchte es die nötigen finanziellen Investitionen, bemängelt Iko Tönjes. Ja, wie gesagt, die Lösung ist im Prinzip, ausreichend Fahrzeuge zu nehmen und dafür das Geld in die Hand zu nehmen. Das ist an dieser Stelle die Lösung. Denn wir müssen ja nicht neue Kunden finden. Das ist manchmal schon schwierig. Wir müssen schlicht die vorhandenen Kunden bei der Stange halten. Und darum geht es jetzt an dieser Stelle. Und da müssen sich die beiden Unternehmen und vor allen Dingen eben die DVG bereit erklären, das auch zu liefern. Das Hauptproblem der Linie U79 sind die veralteten und oft defekten Fahrzeuge. Neue Bahnen sind bereits bestellt. Ihre Lieferung ist jedoch erst für 2026 vorgesehen. Trotz dieser Herausforderungen könnte es aber Grund zur Hoffnung geben. Ein Sprecher der DVG versichert, dass eine Stabilisierung der Lage in Aussicht ist. Die U79, eine der wichtigsten Linien, soll bald wieder zuverlässiger ihren Dienst verrichten.